Wir laden euch ein zu einer Reise nach Monaco. Und Monaco? zwar, Das schöne, ja. sonnige Monaco? So sieht's aber Ja. nicht aus. Und zwar machen wir das ein bisschen anders. Wir fangen nämlich nicht irgendwie auf dem Flughafen an, sondern im Knast. Ah, das ist natürlich schlecht. Und brechen aus. Und dabei könnt ihr uns zugucken. Wir spielen hier mit Dennis. Das bin ich. Ich bin Muad'Dib. Oben rechts zu Genau. sehen, der Rote. Der Ja, ich bin ein Knockout. Doxus, das wisst ihr sicherlich, ne? Super. Dann gibt es noch Norbert, das ist Broken Psycho. Ja, das ist der Affenmann. Richtig. Und dann haben wir noch einen ganz speziell überraschend für Jemand, euch, der ist weil wir spielen. undercover bei uns. Richtig. Weil wir spielen nämlich nicht mit Gia, sondern mit. Mir. Mit Fabian, Ja. ja. Unserem lieben Genau. Freund Fabian, der Gias Steam-Account benutzt, weil sich das einfach organisatorisch anbot. Und der spielt auch mit und ist der Cleaner. Das heißt, der haut immer Leute kaputt. So, was ist das hier Genau. überhaupt? Monaco ist ein Indie-Spiel. Gerade erst rausgekommen, ist gerade so der heiße Scheiß der Indie-Spiele. Und vor allen Dingen im Multiplayer soll es super sein. Deswegen haben wir uns gedacht, na, dann spielen wir das doch nicht alleine irgendwie oder zu zweit oder so, sondern dann machen wir es gleich die volle Packung zu viert. Und es geht darum, im Endeffekt einzubrechen oder auszubrechen. Jetzt brechen wir erstmal aus, später werden wir noch einbrechen. Und jeder hat eine andere Rolle. So ein bisschen wie bei Ocean's 11, wer die Filme kennt, oder Ocean's 12 und so weiter. Oder alte, Ja. oder so. Und alte Heist-Filme, also Einbruchsfilme auf Deutsch. Und genau, wir müssen erstmal ausbrechen, bevor wir irgendwo einbrechen können. Also, auf geht's. Legen wir los. Was? Ich muss A drücken oder? Och, Norbert. Ja, Norbert aus dem Gefängnis raus, meine ich natürlich. Norbert ist der Norbert ist der Affenmann und damit meinte er das Niveau seines Humors. Richtig. Er spielt, glaube ich, auch als einziger ohne Controller, ne? Nee, Fabian hat auch keinen. Ach so, oh, was seid ihr denn? Weiß ich auch Ihr nicht. Das sind die Pussys? beiden, Wir sind nee, Profis. genau, die Pro-Gamer. So, wir haben jetzt hier Story, also ich Genau, lest euch sage, das durch. wir werden morgen weggebracht. Oui. Der Pickpocket ist offensichtlich Franzose. Nein, Hector. Hector ist ein Affe, glaube ich. Der wird oder sein Penis. Wenn ich jetzt auf A klicke, läuft das für alle durch, oder? Nein, Nee, nee, geht ich nur glaube, das durch. muss jeder einzeln machen. Deswegen. Ach so. Aber wichtig Ah, ist ja nur, was schon ich ready. mache. Also, Ja, seid nee, ruhig. darum frag ich ja gerade. Psychopath ist Path is coming out. Also, Norbert dann. Nee, der Cleaner ist das. Schade. Gut, das kriegen wir hin, oder? Da rennen Ja. die vier. Auf geht's. Erstes Level. So. Ihr seid aber alle langsam mit dem Ausbrechen. Ja, lass mich halt. Wer bin ich denn überhaupt? Ich bin der hier unten. Aha, okay. Ich bin blau. Ich bin rot. Ich drehe mich hier gerade ganz wild. So, also ihr müsst jetzt ein bisschen auf die Farben achten. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Ich bin der Lookout, der Rote. Ich kann besonders gut Wachen entdecken, auch in anderen Räumen. Hier ist jetzt gerade so ein bisschen Tutorial. Sieht man immer auf dem Boden, was wir machen müssen. Das haben wir aber alle schon mal gespielt oder schon mal ausprobiert, dieses Genau. Tutorial-Level. Das heißt, das wissen wir halbwegs. So, ab in den Ja. Tunnel. Übrigens kann ich am besten die Türen öffnen, ne? Also Dann wenn ich machst du das am vorlaufe, besten. wäre das vermutlich. Na, ich sollte vielleicht auch nicht so weit hinten laufen, weil ich sehe ja die Wachen. Ach ja. Seht ihr die denn jetzt auch oder sehe nur ich Ja, die? wir Okay, sehr sind gut. genau. Das ist ja praktisch. Das mag Ja. jetzt zum Zuschauen extrem verwirrend gerade noch alles Na, sein. auch Quatsch. Also ich habe mir da mal ein Let's Play-Folge angeguckt, war sehr verwirrt. Aber wenn man es selber spielt, ist es gar nicht mehr so schlimm. Also spielt es am liebsten selber und guckt uns gar nicht zu. Oh, weg, weg, Hier weg. ist irgendwo. Ja, Wache, 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 Vorsicht. Ich kümmere mich drum. Lieber da. Nicht? Okay, die Junge, Wache da ist kommt down. einer. Da ist auch einer drin, ne? Hier? Gott, ist Wo das bin ich? hektisch zu viert. Ja, es war unglaublich. Es war Ich alleine, aber. als ich das gespielt habe, nicht so hektisch. Nee. Achtet am besten einfach nur auf mich, dann habt ihr mal einen Fixpunkt. Ich bin der schwarze Typ hier oben mit dem roten Kreis drum. Was war da? Achso, das war da war Schlüssel, okay. Wir öffnen aber Türen nicht schneller, wenn wir irgendwie zu dritt davor stehen, oder? Nee. Nee. Okay. Viele Köche verderben den Brei. Eindeutig. Achso. Okay, wir Alle müssen noch rein, einsteigen. ne? Danke. Ja, also ich bin aber auch gerade unglaublich verwirrt. Also man muss dazu sagen, Ziel ist es ja noch, alle Münzen einzusammeln. Genau. Hatten wir alle? Ich glaube ja. Norbert, kann es sein, dass dein Affe eben Münzen eingesammelt Ja, hat? Da ja. habe ich das Genau, falsch gesehen. das ist seine Spezialfähigkeit. Ah. Norberts So. Affe sammelt Sachen. Okay, Host, selecte Ja. mal Mission. Gut, dann machen wir das nächste, ne?
So, ich bleib der Locksmith. Wir schalten auch neue Charaktere frei. Es gibt, glaube ich, 8 oder so. Und wir werden jetzt erstmal bei unserem bleiben am Anfang. Vielleicht probieren wir später noch ein paar andere aus. Ah, ich weiß nicht, welchen ich nehme. Ja? Du nimmst den Mole. Ich wollte den Mole nehmen. Ich mag den Mole. okay, also jetzt versuchen wir jetzt hier wegzukommen aus der Gegend, wo wir gefangen gehalten wurden. Wir brauchen auf jeden Fall Geld. Wir brauchen Pässe. Wir brauchen Freunde. Ah, Freunde haben wir doch. Noch zu viert. Ja, uns. Noch mehr Freunde. Guck mal, der dicke Typ in Zellenblock B, erinnert sich jemand an den, der den Tunnel gegraben hat? Mole war das, genau, den holen wir uns jetzt nämlich. Der hat den Freiheitslöffel. er hat gute Verbindungen. Okay, Interpol transportiert ihn per Bus. Dann sollten wir den wohl vielleicht retten. Dann wird er zum Intermole. Und du bist so toll, Gia. Ist ja echt super, wie der Mole connected ist zur Criminal Underworld. Der Maulwurf ist in der Unterwelt zu Hause. Ja, natürlich. Gut. Oh, Waffen. Waffen? Dann nimmt sich mal jeder eine Waffe. So, aber nicht verwenden, wenn nicht unbedingt notwendig, ne? Wir versuchen das hier ohne Gewalt zu lösen. Ach so? Ja. Nein, Quatsch. Also ohne Waffengewalt. Ja, nee, also niederschlagen ist gut. Ich würde so spielen, wie ich immer Stealth-Spiele spiele, nämlich. Ich versuche ganz lange ohne Gewalt voranzukommen und dann irgendwann muss ich jemanden erschießen. Oh, was? Dem passiert, der schläft? Also, Mario, ja. Den haben wir einfach mal übernommen. Die Tauben nicht. Okay, dann dürfen wir die Tauben nicht aufschrecken. Da hat Norbert vollkommen recht. Wer hat das gemacht? Okay, wir alle, wir sind einfach durchgerannt. So, da hinten ist eine Wache. Oh, Vorsicht. Der kommt gelaufen. Sehr schön. Wie kann ich nochmal springen? Da ist noch einer. Was willst du, Norbert? Na, hier rechts oben ist noch irgendwas. Oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, du bildest dir das ein. Da ist nichts mehr. Wie lange bleiben die Wachen eigentlich bewusstlos? Weiß ich nicht. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich habe den noch nie benutzt, den Cleaner. Ich auch nicht. Ich habe den Mole und den Lookout. Also die bleiben nicht dauerhaft. So Lookout. Ich denke mal auch, die wachen wieder auf. Das ist ja später die... Da kommt noch aufgepasst. Da kommt noch einer, Ich hau ab. Ah, da kommt auch noch einer. Der ist wieder aufgewacht. Na, wir können sie im Notfall auch erschießen. Nee. Ja, nee, muss nicht sein. Die war da. Das werden wir später noch oft genug benutzen müssen. Da muss der Cleaner jetzt mal da... Clean. Weg. Wir gehen über den oben raus, genau. Und der wenigstens sehen wir, wo sie sind. So, wo müssen wir denn überhaupt? Lila eigentlich? Ich? Okay, und warum hast du keinen Lichtkegel? Wollen wir nach unten rechts raus? Ja, genau. Ich hab einen Lichtkegel. Warum sehe ich den nicht? Ich weiß es nicht. Ach so, ich sehe nur... Ah, okay. Ich verstehe. Ich dachte, ich sehe alle eure Lichtkegel, aber ich sehe nur meinen. Ihr seht schon, ich sammle hier rechts gerade ganz viel Zeug ein. So. Ja. Runter zur Küste. Und oben links seht ihr jetzt auch, dass wir hier in dem Gebiet alle haben, ne? Ja, genau. Achtet mal oben links auf die Statistik sozusagen. Sieht man, wie viel da rumliegt. 13, 12, 11 sind hier noch an der Küste. Ah, das ist der Mole. Hallo Mole. Genau. Och nein. Jetzt wer spielt denn jetzt? Gewechselt. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wer ihn spielt. Der sich beschwert. Richtig. Der Nörgler. Ich spiel den doch nicht. Ich hab mich auch nicht beschwert. Stimmt. Ja, ich muss da unten mit lang. Okay, wir haben alles. Und einsteigen. Haben alles. Yay. Oh, wir sind so gut. Ah, nicht mal 3 Minuten. Hammer. Den Check kriegen. Schaffen wir ja 20 Level pro Folge. Die werden, glaube ich, länger, Nick. Ich muss dich enttäuschen. Okay. Ja, okay. Super, wir haben es geschafft. Dann Level 3. Ja, oder wollen wir runtergehen? Nö, wir machen jetzt erstmal den Locksmith weiter. Ihr seht ja jetzt gerade die Levelauswahl nicht, das ist ein bisschen doof. Aber ich nehme mal den Mole. Ich bin jetzt lila. Falls ihr euch fragt, jetzt ist mir natürlich blöd, jetzt sind Fabian und ich nicht so gut zu unterscheiden, aber gut. Soll ich den Lockout nehmen, oder? Nö, nicht so wichtig. Nehmen, wie du möchtest. Weil der Affe ist nicht mehr ganz so wichtig. Ja. Dirty Criminals richtig. Rescued Mole. Mole is grateful, der redet so komisch. Der Cleaner sagt wie immer nicht so viel. Der Lookout sagt, keine Zeit zum Reden, wir müssen Pässe finden. Ist der Lookout weiblich? Nee, ich glaube nicht.
Die hat aber so einen Pferdeschwanz, oder? Ja. Wenn man links und rechts guckt. Das kann schon sein, ja. Genau, also Botschaften haben Pässe. Wir sind drei Botschaften in Monaco. Die libanesische ist die am schlechtesten gesicherte. Das heißt, wir holen uns die. Der Mole war da schon mal drin. Das heißt, der kennt sich voll gut aus. Ja, würde ich sagen, holen wir uns mal Pässe, damit wir hier abhauen können. Aus Monaco. Aber wir wollen doch eigentlich gar nicht abhauen. Nee. Wir wollen doch in Monaco bleiben und einbrechen. So, wer bin ich denn jetzt? Ich bin hier der Violette, ganz rechts. Was haben wir uns jetzt hier gerade abgeholt? Ich weiß nicht so genau. Irgendwas mit Maskum macht. Ja, ich glaube C4 oder so. Vorsicht, ich hab da gerade eine Waffe angelockt. Ja, das ist nicht gut. Was übrigens ganz gut ist, ihr könnt euch in Büschen kann man sich verstecken, ja. Und was auch wichtig zu sagen ist, nicht unnötig irgendwas kaputt machen, weil es macht alles Geräusche. Es macht Geräusche, genau. Also kaputt machen werde ich nur Sachen, die... Warte mal, stopp. Sinnvoll. Ah, ja. Oh, danke, Norbert. Kannst du den von hinten? Nee, wahrscheinlich. Nee, ich kann den nicht. Hat mich gesehen. Geh mal hoch. Ja. Da war eine Laser. Ihr seht schon, wir haben uns jetzt gerade getrennt. Wer ist blau? Ich bin blau. Fabian und Nick sind jetzt gerade da unten. Die kommen irgendwie nicht so gut klar. Norbert und ich sind hier voll stealth-mäßig unterwegs. Ja, es war so ein bisschen... Machst du die oberen? Also ich mach den oberen. So, ich kann jetzt hier hacken. Die Steuerung ist ganz einfach, man stellt sich immer nur an Sachen ran und dann funktioniert das von alleine. Also ich muss nicht mal einen Knopf drücken, das ist wirklich so simpel. So, jetzt gehen wir mal hier oben weiter. Achtung, die werden immer noch gejagt. Ich verstecke mich mal kurz. Was macht ihr da drüben? Macht das irgendwie Sorgen, was ihr macht? Ich verstecke mich mal. Okay, ich gebe zu, ich war ein bisschen planlos unterwegs. Ja, ich muss auch sagen, es wirkte nicht sehr Wie sollen wir denn planvoll. Helfen? Ja, na, wir müssen hingehen und ihn retten, sonst taucht er, sonst ist er tot. Ich bin tot. Du bist tot. Ja, okay. Gut. Haben wir das auch mal gesehen? Ich dachte, das läuft alles so einfach wie die ersten beiden Level, das ist scheinbar nicht ganz so. So, jetzt ist Nick nicht mehr da, dann kann ich nicht ganz. Ich kann ihn doch aber wiederbeleben. Dum, 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 dum. Da bist er wieder. Hallo Nick. Dankeschön. Ich heile mich mal kurz dran. Gut. So, jetzt ist hier... Wo müssen wir denn jetzt weiter? Second Floor, oder? Wir müssen zum Second Floor, kann das sein? Genau. Haben wir in der Etage alles? Ich sehe nichts mehr. Seht ihr noch was, Jungs? Wo müssen wir denn hin? Wo ist denn der Second Floor? Oben rechts ist ein Aufgang. Wie hast du dich jetzt hier durch die Wand gekommen? Hier rechts. Ja, durch die hier. Und jetzt, wie bist du weitergekommen? Achso, ich bin hier links durch den Raum, da wo jetzt die Wache steht. Achso. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Noch einen Weg nach oben? Ja, aber dann wird gleich der Typ kommen, also schnell durchrennen. Oh, fuck. Okay, also du musst jetzt auch noch kommen, ne? Genau. Ja. Also dann mal los. Genau, jetzt rechts durch die Tür am besten. Ja, da, genau. Oh, dann... Hinter, du brauchst nicht hinter der Wache vorbei, du kannst hier rechts... Na, ja, gut, ist egal. Da war ein Tunnel rechts, den habe ich gegangen, egal. So, okay, also jetzt so ein bisschen... So, jetzt versucht mal ein bisschen planvoller vorzugehen, so richtig. Wie Norbert und ich das schon die ganze Zeit gemacht haben. Also ich hack jetzt hier erstmal den PC und dann gehen die... Dann ist die Wache aus. Ah, okay. So, jetzt sind hier die Sachen aus. Die Wache ist weg, da links oben. Genau, ich schalte hier den PC aus, dann geht... Aufgepasst, eine. Ich bin im Busch. Das war nicht so gut, Fabian. Ja. Oh, da ist gerade die Wache aufgetaucht. Da ist noch eine Wache. Ich hack mal hier noch einen PC. Umso mehr PCs wir hacken, desto... ihr seht ja, so ein bisschen zufallsbasiert die Dinger ausgehen, die Laser. Richtig. Umso mehr PCs wir hacken, desto... eher gehen dann alle gleich aus. An, ne? Ja, genau, deswegen, also. So. Ihr geht ja schon links rüber, okay. Da kommt einer, Achtung. Okay. Fabian lenkt da ja rechts gerade so ein paar ab. Kriegt ihr den unteren Laser hier aus, wo ich gerade bin? Ja, vielleicht bei mir. Ich bin tot. Du bist tot? Okay, ich werde dann Fabian gleich mal versuchen zu retten. Was ist hier mit den Leitern? Da kommt von hoch, oder? Oben einer. Ich mache uns mal hier einen Durchgang. Ach so, guck mal hier, diese Leitern hinten sind so eine Schächte. Ja. Ja, wir müssen nachher da zum Main Office. Jetzt müssen wir erstmal... Ach, ich habe gedacht, das wäre der Ausgang, weil da eine Trophäe dran ist. Das Hacken? Ja. Ja, weil da ich komme jetzt, wenn die Wache vorbei ist, dann kann ich dich kurz wiederbeleben. Okay, wir haben hier alles. Wir müssen jetzt nur dich wiederbeleben.
Klappt ja, das schon gerade? Ja, ich bin okay, dabei. Super. Dann gehe ich jetzt schon mal zum... Genau, und dann jetzt hier runter. Zum Main Office. Achtung, pass auf. Ja. Vorsicht, jetzt kannst du die ausschalten. Da kommt eine zweite. Kommt ihr klar da drüben? Ja, wenn ihr ja. Dann kann ich den ausschalten. Gut. Hervorragend, vielen Dank. Ich habe hier noch mal ein bisschen gehackt. Ihr müsstet jetzt auch über, genau, über links auch kommen. Links ist auch ein, genau, da ist eine Leiter. Ja, die Achtung, hat das Ding geht gleich wieder an, pass auf. Okay. Okay, ich stehe schon mal beim Aufgang, mach okay. Den schon mal auf. Dann bin ich auch da. Und rein. Ja, schön! Und Main Office. So, find the trophy and head back to the car. The trophy, das sind unsere Pässe. Aufgepasst, ja. Da kommt unten eine Wache. Da kommt eine Wache, wartet erstmal kurz, wo die hingeht. Nicht immer so vorschnell. Bestimmt hier rein. Einfach mal kurz. Genau, die Tür ist ja verschlossen. Ah, Bernd, go. Ja. Tür auf. Ein bisschen früher rein. Ja, hat alles Zeit. Aufgepasst, die kommt zurück. Ja, zurück. Okay. Dann schnell zurücklaufen hier, genau. Ich habe mir das letzte Mal hier einfach Löcher neben der Trophy in die Wand gebuddelt. Machst du das, Fabian? Ja. Ach, mein Spiel hat sich minimiert. Ah, da ist noch Vorsicht. Ja, ja. Okay, cool. Ach, wenn man von der Seite kommt, ist das auch okay, ne? Ja, solange es nicht im Sichtkegel ist. Ja, man darf nur nicht vor dem stehen. Okay, wir haben es geschafft. Wieder raus. Okay. Wieder zurück. Okay. Runter. Oh, die Musik tritt gerade auf. Ja. Müssen wir lauter sprechen. Ihr könnt ein bisschen lauter reden, ja. So, jetzt ist wieder leise, jetzt könnt ihr wieder normal reden. Ah! Weg. Aufgepasst, da ist ein Laser. Weg. Ja, ich weiß. Müssen die weg? Hab ich gesehen, pass auf. Ja, Essi. Ah, der kommt gerade aus. Ich mach mal ein paar Laser aus. Kannst du ihn wieder ausschalten da unten? Genau, ja. Dankeschön. Super, dann können wir über den Balkon. Norbert, kommst du auch? Ja, ich bin schon dabei. Bist beim Schacht, ne? Na komm. Und da links ist noch eine Wache. Ja. Ich sehe sie. Jetzt nicht mehr. Okay, wir sind auch im Büroraum. Jetzt müssen wir bloß. Ah, okay, und aus. Und wunderbar. Unter den ersten Stock. So, genau. Jetzt hier lang, unten rechts. Aufgepasst, da ist eine Wache. Da ist eine Wache, ist kein Problem, hier können wir raus. Und tschüss. Und da ist auch schon unser Auto und durch und danke. Du bist echt praktisch. Ja, ich sag ja, das ist echt super, aber es macht halt Schweinelärm, deswegen. Woo! Schönes Ding! Ich würde sagen, einen können wir noch machen, oder? Ja, und danach gehen wir raus zur Deutschen Bank und machen das mal im Real Life. Das ist richtig! Guter Plan. Dennis mit seinem Geologenhammer. So. Es kann dauern, bis wir da durchkommen. Mole. So, ihr seid wieder dieselben, ja? Ja. Mole has friend that can help dirty criminals. Ich finde das nicht schön, dass ich euch immer alle dirty nenne. Nicht so geil. Okay. Moles friend hat ein Boot. Der könnte uns aus dem Land schaffen. Hä, ich verstehe es gerade nicht. Warum muss er uns denn mit dem Boot aus dem Land schaffen, wenn wir jetzt Pässe haben? Ja, keine Ahnung. Vielleicht muss man ja beim Bootflughafen umsteigen. Ah, vielleicht ist das gar nicht storygetrieben, das Spiel. Vielleicht geht's gar nicht wirklich um die Geschichte. Vielleicht ist Monaco eine Insel. Wer weiß. Ah. Bank across street. Ah, jetzt müssen wir erstmal eine Bank knacken. Ja. Dirty criminals should act like dirty criminals. Na, machen wir das doch. Rob the bank so that you can pay a smuggler for transport. Ready? Ready. Oh, ich will mich so richtig dirty fühlen jetzt. Ich bin der okay, Mole, ich bin auch. Immer dirty. Hast nein, du, das ist nicht geduscht, ja. So, was ist denn das jetzt hier? Das ist Sprengstoff, das bringt mir glaube ich nichts. Nehmt ihr mal die Waffen mit, ich nehme mal trotzdem Sprengstoff, wenn das welcher ist. Aber bisher sind wir doch ganz gut zurechtgekommen mit dem ruhigen. Achtung, hier unten sind böse Leute. Was ist denn das? Das sind Zivilisten, glaube ich, die bemerken uns dann, ne, und sagen was. Ja. Guck mal, hier können wir uns umziehen. Hilft aber die das? Hält nur eine gewisse Zeit. Na gut, das reicht ja erstmal. Hallo. Hallo. Ah, okay, ich sehe. Guck mal, hier was drin ist. Da können wir bestimmt rein. Kannst ja, holst du das Geld hin? Ja, habe ich. Ach, guck mal, da unten ist auch noch Geld. Ich laufe nochmal zurück. Ah, Mist. Wo? Da unten unter den Zivilisten ist Geld. Oh, ich bin gerade wieder enttarnt, ne? Also. Ja, wir alle. Oh, da kommen wir. Da kommen wir später noch hin, oder? Da kommt eine Wache. Ja, komm, hoch. Mal aus? Die kann ich nicht. Na komm, dann lass uns doch erstmal hochgehen. Die kannst du. Okay. Mann, ich wollte jetzt eigentlich mal hingehen. Ja, wieso? Was willst du denn noch? Na, das Geld holen, wenn etwas. Ja, das können wir auf dem Rückweg machen. Das können wir doch auf dem Rückweg, wir müssen doch eh wieder raus, bestimmt.
Okay. Norbert, alles gut. Wir kommen hier doch nochmal lang. So, wo sind wir jetzt hier? Hinterhof oder so, ne? Irgendwie. Ja. Was ist das hier? Geld? Hier ist Geld. Ich habe Geld eingesammelt. Was ist denn das? Tresor. Ein Tresor? Auf der Straße? Ein Geldautomat. Geld. Oh, das bringt Kohle. Aber seht ihr, es gibt jetzt oben links auch keine Anzeige, wie viel Geld hier rumliegt, oder? Kann das sein? Ja. Doch, du musst Steuerung drücken. Steuerung drücken? Mhm. Ah, okay. Es geht bestimmt auch irgendwie. Da kann immer jemand ausschalten. Entschuldigung. Was ist da drüben? Den hier? Ja, da, genau. Eine Schönste. Oh, da ist eine Wache, die. Zwei Wachen, die fragen sich was. Ah, die schießen. Ja. Ich hab geschossen. Du hast geschossen? Okay. Ich hab einer geschossen. Oh nein. Ist die nächsten hinter mir. Also nicht schießen, das ist jetzt was. Wieso nicht schießen? Ja, Aber ich hab keine Munition mehr. Also ja, das ist ganz schnell alle. Du musst Geld einsammeln, dann kriegst du Munition dazu. Ich hab uns hier mal durchgebuddelt. Norbert, warst du der Rote, ja, ne? Ich bin hinter dir, ja. Du bist bei mir. Ich bin mal kurz aufs Klo gegangen. Okay. So, dann gehen wir mal hier in den nächsten Raum. Ich lock mal alle Wachen weg. Ich mach mal den Laser aus. Oh, da kommt gerade einer. Wache ist reingekommen. Nicht so gut. Du bist jetzt da unten. Da können wir auch die Kassen knacken, oder? Aber da sieht man uns wahrscheinlich. Ah! Laser! Kannst du den nochmal ausmachen? Ja. Oh, Vorsicht! Oh Gott! Oh, der kommt jetzt hier rein. Ah, der Laser geht aber schnell wieder an immer. Ich halte euch einmal die Tür. Ist aus. Ich knacke. Okay, der erste ist geknackt. Okay, warte, wir warten, bis er wieder. Wir warten kurz an, ja. Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Ihr rennt da. Ich laufe gerade als Zivilist laufe ich gerade rum und. Ich knack's jetzt trotzdem mal, weil irgendwie. Ich kann nicht da. Okay, ich denke, wir haben es geschafft. Was ist mit dem Security Vault hier? Müssen wir da rein? Wir müssen, denke ich, überall rein, also wenn wir alles haben wollen. Oh. Oh, was habt ihr denn jetzt schon wieder gemacht? Wieder angegangen, entschuldige. Nein, oh Gott! Nein! Ich werde von einer Wache verfolgt. Oh fuck, wir sitzen in der Falle. Hier sind zwei Wachen drin. Wir sitzen nicht in der Falle. Ich kann mich überall rausgraben, Norbert, das weißt du doch. Er hat den hier schon wieder geschossen. Ich weiß es nicht. Norbert, hier sind überall Ausgänge, du. Kannst einfach Nick, ich probiere jetzt hier irgendwie gewaltlos. Oh. Norbert, komm hier zu mir, folge mir. Hier geht's raus. Müssen wir doch in den Untergrund hier rein, oder? Wir müssen, Nick, ja. Waren wir da schon? Nein, also ja. Nee. Na siehst du. Oh. Ist hier noch irgendwie Geld bei den Restrooms? War da schon jemand unten bei den Toiletten? Ja, nee. Da war ich. Da ist nichts mehr, okay. Gut. Dann, Vorsicht, das ist eine Wache. Ja, da ist auch eine Wache. Unter den Untergrund, ne? Okay. Wo geht das lang? Oben links. Oder oben in der Mitte ist auch eine. Haben wir in dem Bereich jetzt eigentlich alles? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe. Oh. Zurücksteuerung. Ja. Nein, ich werde beschossen. Oh. Ich hau mir jetzt ab nach oben links. Ja, also oben in der Mitte ist auch noch ein Aufgang in den Untergrund. Abgang. Achso. Ich denke mal, den können wir auch nehmen. Ich bin oben links jetzt. Ich darf den glaube ich nicht nehmen, aber ich muss zu euch kommen. Na toll. Warte, ich bin gleich da. Wenn der sich wieder umdreht, kann ich den... Nein! Nein! Jemand ist gestorben. Ja. Ich hab gedacht, den könnte ich von hinten betäuben. Scheiße, wie komme ich denn da jetzt... Wie komme ich denn da jetzt am besten... Wie schleicht man nochmal? Mit LT. LT... LT... Ah, okay. Oh Gott, schnell! Mach die Laser... Oh, das ist richtig Nervenkitzel, wenn der Laser... Und hinter dir ist eine Wache und die kommt und... Hier sind nur noch drei Wachen. Ja, ich sehe sie, Ich kann mit Y kann ich drücken, dass ich alles sehe, was ihr auch seht. Mit Y? Y geht bei mir irgendwie nicht. Naja. Oh, ich habe einen Controller in der Hand. Ach so, das Y meinst du. Ah, okay, dann kann ich das... Das kann man umschalten. Ah, ich verstehe. Genau. Und wie... Hast du schon rausgefunden, was die Anzeige oben ist? Welche Anzeige oben? Na, die Münzanzeige. Nee. Ach so, ja. Nee, habe ich noch nicht. Also B ist es nicht. A ist es. A. Ganz einfach A. Haben wir jetzt alles eingesammelt? Wir haben alles, wir gehen jetzt mal in den Untergrund. Bloß im Untergrund noch nicht. Na und im Straßenebene, also Erdgeschoss. Das Street-Level haben wir alles. Hier auch? Nee, hier noch nicht. Das ist der Untergrund hier. Kannst du uns mal hier durchhauen durch die Wand? Nee, ich meine durch die Wand. Achso, die rechts. Ja. Genau. Das kriegen wir hin.
Ah, da ist ein Busch direkt. Das versteckt das Loch, das ist praktisch. Okay, ja. Ich gehe mal hier. Guck mal, ich kann den hier in der aufmachen, dann kannst du den umrempeln hier. Ich habe mal Licht ausgemacht. In der Mitte. Oh. Der kommt. Oh, da ist eine Wache auch durchs Loch gekommen gerade. Ja, da sind zwei Wachen jetzt. Ich nehme mir mal auch eine Waffe mit. Ach scheiße, wenn ich, Sie sehen mich hier. Wohin müssen wir jetzt? Na, alles einsammeln erstmal, würde ich sagen. Oh nein. Also rechts ist der Main Vault. Ich denke mal, der Haupttresor sollte sinnvollerweise das Ziel sein. Vorsicht, die kommen. Ah! Oh, oh. Nein! Oh Gott! Ah! Nein! Ich komme hier nicht weg! Hilfe! Oh Gott, ich bin hier oben rechts! Guckt euch das an! Warum kann ich denn diese blöden Dinger nicht? So, ich muss jetzt erstmal mich verstecken. Ja, ich bin auch erstmal versteckt. Lasst uns erstmal alle. Nein! Die haben mich gesehen! Wie schieße ich denn? Wir machen das alles sehr elaboriert, ne? Ja. Es musste ja irgendwann so ausarten. Nick, wie schieße ich mit dem Controller? Ich hab einen X. Achso. Danke. So, jetzt ist das hier mal ausgeartet, dieser Einbruch. Musste ja auch mal alles schief laufen. Ja. Habt ihr das auch mal gesehen? Weil ab jetzt wird wieder alles nur noch gut laufen. So, jetzt sind alle Wachen tot, danke. 8 Münzen im Main Vault sind doch noch welche. Tschüss. Und mehr sind noch jetzt? Immer die drei von den Zivilisten, die ich eingesammelt haben. Ich hole die mal auch, wenn ich entdeckt werde, dadurch kurz. Ein. Na komm, wir müssen jetzt. Genau, lass uns abhauen. Zu den Zivilisten. Super. Okay, wir haben alles. Raus. Go. Wo kommen wir hier raus? Hier ist der Ausgang. Los. Hier geht's hoch. Ich hab den ersten hier genau runter, genau. Oh! Hervorragend. Also, nicht sehr elegant, aber immerhin. Nee, aber es war schön. Schöne erste Folge. Ein bisschen länger als sonst. Die nächsten machen wir wieder etwas kürzer. Ich hoffe, es gefällt euch. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, alle zusammen in einem Tresor. Genau, lasst euch nicht verwirren. Macht's gut. Tschüss. Genau.